Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 mit dem Chris Brew und dem Joshman und dem Bob. Yeah, hello. Wir hatten im letzten Part so kleine Meinungsverschiedenheiten in der Gruppe und möchte, glaube ich, immer noch so ein bisschen mehr von der guten Abby. Abby im Innersten, glaube ich, auch. Aber Mel gegenüber sagt sie dann immer die gute Mel und jetzt suchen wir gerade den kleinen Lev, der ist jetzt auch noch weggelaufen. Ja. Weggefahren wohl eher mit dem Boot. Und wir wollen jetzt irgendwie zum Yachthafen und irgendwie hinterherkommen. Mit einem geilen Boot wäre natürlich geil. Das wäre von Vorteil, ja. Sonst würde das relativ schwierig, den einzuholen, den guten Lev. Die kommen wahrscheinlich gleich runter. Ich wollte einmal noch gucken, war da hinten. Ich hoffe, es wird eine mega coole Yacht. Ja, so eine ganz große, ne? Ja. Aber wenn es nicht so weit weg aussieht, kann man es ja auch schwimmen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel von Sylt nach Römme. Ist eine Strecke, die man mal schwimmen kann. Deinen Arm trocken. Ja, warum die gute Yara jetzt mitkommt, nur sie kann ihn finden. Ich weiß ja nicht. Aber Gesundheit ist auch wichtig, ne? Ja. Wie sind die da jetzt hingekommen? Teleport, Yara. Moin. Vielleicht nicht so ganz das Beste, was sie gerade machen kann. Oh, Munition für den Flammenwerfer. Nie verkehrt. Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Können wir aber fast schon mal wieder ausrüsten. Auf jeden Fall können wir hier schon mal nachladen. Nicht hoch. Hier rüber vielleicht? Oder was? Nee. Ich würde den Ecker wieder ranfahren, dann geht das vielleicht. Gute Idee, Bob. Abby! Wo bist du denn? Ja, da weiß ich doch, links. Ja. Da rein, da geradeaus. Geradeaus. Ich hab's gar nicht gesehen, so Bummel war das da. An ihr lag's aber jetzt nicht, ne? Nee. Die hat gestrahlt. Wie ein Honigkuchenpferd. Ich mach das. Easy, eine der leichtesten Übungen, die Abby überhaupt kann. Die kannst du nachts um 3 wecken, dann macht sie das auch mal. Auf jeden Fall. Oh, krabbeln kann sie ja richtig gut. Und weg. Tschüss. Hallo. Nee. Lohnt sich nicht. Hoch kannst du wahrscheinlich, aber. Nur Lieblingsstein suchen. Wir kommen bitte. Ja, einen, den wir vielleicht noch nicht in unserer Sammlung haben. Das ist ein bisschen ungemütlich. Also, ich glaube, es ist kalt da. Immerhin ist trocken. Ja, von oben, ja. Wir sind auf der anderen Seite. Es ist nicht nass. Ich würde sagen, doch. Okay, klingt gut. Hier waren wir doch auch schon mal. Am Yachthafen bestimmt, ja. Yara. Vielleicht sehen wir hier so eine verrückte Ellie rüberfahren. Bisschen Wasser. Oh. Oh. Hangman, jealous soll da rauskommen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ah ne, das Jot ist schon weg. Ach so. Stimmt. Ah, da soll wohl fanatisch rauskommen. Fanatisch. Gut. Achso, wir können das Ganze noch wenden. Oh. Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute 2-mal beschossen. Du solltest mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es ist starker Seegang und du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken. Aber das ist immer noch besser, als von einem Scar abgeknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen, um den Brutplatz zurückzukriegen. Wenn wir weiter so tief ins Scar-Territorium eindringen, betteln wir ja förmlich um Ärger. Was zum Henker denkt Isaac sich bloß dabei? Vielleicht können wir nach dieser Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schäle lieber alle Kartoffeln der Welt, als wieder hier erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig, wir sehen uns zu Hause. Kent. Okay. Ein paar Pillen. Oh, und wir haben ganz schön viele Pillen anscheinend schon. Und wir können mal hier das eine... Ne, ich will das nicht fertigen, ich will das verwenden, weil dann sind wir komplett wieder vollgeheilt und können das mitnehmen.
Und dann können wir mal gucken, weil wir so viele Pillen haben. Ach, das haben wir ja schon alles. Was, wo waren wir denn gerade dabei, das zu machen? Ja, hier, genau. Mehr Brandpatronen wollten wir haben. Und dann können wir jetzt schon gucken, was wir als nächstes machen wollen. Joa. Viele, viele Rohrbomben. Ja, dauert aber lange, bis wir da sind. Was würden wir hier bekommen? Mehr Messer ist natürlich auch ganz nice. Was würde hier so am Ende? Impuls. Medikits. Das bringt gar nichts. Vielleicht wollen wir auf die Messer gehen? Ich weiß, dass du es möchtest, Crispo. Also ja, machen wir es. Messer. Das ist so eine Frage, die Crispo eigentlich schon selbst beantwortet hat. Ihr wolltet auch für die Messer gehen, oder? Ja. Also nach meiner bisherigen Urlaubserfahrung würde ich auf die Rohrbomben gehen. Ja, die produzierst du ja schon selber, Bob, von daher brauchen wir die nicht. Guck mal, das können wir von hier drin bestimmt wieder aufmachen. Aber dann könnte ich mehr produzieren. Nee, noch mehr? Nee, muss das gar nicht sein. Du. Mach das Brabbelmatsch-Update. Das ist eine gute Leiter. Das ist ein guter Kampf da oben. Bleib auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaff das, okay? Ballert sich denn da gerade? Ja, dann geh mal vorsichtig vor, Crispo, ne? Da war doch noch was, ja genau. Der sieht ein bisschen nach Schleichen aus, wenn du mich fragst. Aber noch sehen und hören wir nichts, ne? Das ist richtig. Da war mal einer. Ja, wer ist das denn? Und da ist einer. Manny ist da. Das ist ja Manny. Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann taucht er dieser Pendejo auf. Wenn es ein Profi ist, warum schießt er mal daneben? Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Na los. Klar, Manny. Manny, geh mal vor, du machst das schon. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich hab einen todsicheren Plan für dich. Unten bleiben. Er hat mein ganzes Team getötet. Tolles Team hast du. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge. Wir sind nichts aufgetaucht, die letzten Tage. Wir haben uns hart zugesetzt. Wieso? Na? Na, hier lang. Sieh. Ist ja der mit dem Scheinwerfer. Ich schätz mal. Ist ja ein cooler Dude. Los, los! Ja, da war ordentlich viel Munition eigentlich. Der hat ganz schön viel Munition. Den scharfen Ding, der hier ein bisschen steil ist. Schritt vor! Aber wir schleichen nicht weiter nach vorne. Naja, schleichen würde ich das vielleicht nicht unbedingt nennen. Wer weiß, wo du bist. Meinst du? Kannst du noch nicht rein? Ja, habe ich auch gedacht gerade, aber. Ja, geht. Sehr gut. Ich weiß sogar noch, was ist drin. Bindung! Knappe! Und los! Hey, hier drüben! Vergiss die Straße. Shit! Okay, springen wir hier raus. Was sollen wir machen? Das ist deine Deckung. Ja. Deine Deckung hast du da gerade raus. Gut, Gasflaschen? Ich weiß ja nicht. Ja. Los! Auseinander. Das ist ja Quatsch. Wir müssen weg. Der Held.
Los, los! Help me, bro! Ach, wirklich? Der Typ kann wohl schießen. Aber uns hat er nicht gekriegt. Und er hat eine Menge Money. Mit so viel Money kann ich auch schießen. Der wäre ja auch ein Profi. Erstmal aufmachen hier. Der benutzt vielleicht Scharfschützengewehr als Schrot. Er weiß immer noch, wo wir sind. Dafür machen wir. Shit. Er lockt sie zu uns. Ah, gut von ihm. Kommen Sie. Du hast ihn. Manni macht das schon. Spar Muni. Los, rauf auf die Brücke. Da. Heavy. Go for it, Manni. Der hat Wurfmesser? Nicht schlecht. Der brennt auf dem Fall. Genau. Oh, da kam noch jemand. Du hast gerade deinen Wurf verloren. Und außerdem geht es uns auch nicht mehr ganz so gut. Ich würde sagen, wir nehmen mal eins. Und ein bisschen Heilung gönnen. Kann man mal machen. Ich rück vor! Ist hier noch ein Pistolenwurst drin? Du hast ja jetzt eine leere Pistole dabei. Der Typ hört nicht auf! Ich weiß! Na denn, Feuer frei. Sambler! Den hast du leider erwischt. Das hat niemand mitbekommen. Oh, Bloody! Mit dem hat man immer länger Spaß. Richtig. Ja, eben. Ja, schlecht hier gerade. Duck dich, Bro. Duck dich, hoch, ja. Ich glaube, ich muss mich nochmal heilen. Oha, jetzt gehen die mir dich jetzt langsam aus. Ja, wir können noch alles machen. Zur Brücke, bevor ihr abhaut. Ja. Ich kann sogar noch eins bauen. Ich mach deinen Lego-Kasten. Noch ein bisschen Jagdpistolen-Munition. Ja, die ist sehr gut, glaube ich. Die nehmen wir auch gerne mit. Deine Muni ist nicht mehr so heftig am Bienen. Das ist richtig. Ich kann's kaum abwarten, ihn zu kriegen. Ja, das wird dann Spaß auf jeden Fall. Okay, ja, hier haben wir noch was, ein paar Lumpen. Nehmen wir mit. Abby, hier drüben. Ring! Ja. Oh, upsala! Das habe ich nicht gesehen. Jetzt vielleicht. Sei schlau und spring. Oh, shit. In den Aufzug. Hin. Er kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Abby! Alter, ich bin noch runter. Nee. Das war das aber ganz gut. Hey! Ist das Viech im Wettbewerb? Ist da? Ja, ja, los. Mach mal. Nicht nachlassen. Erstmal schönes Hansa-Platz. Wir haben
Conejo! Sein Lieblingswort, ne? Ja. Alles Pendejo. Ich glaube, Manny macht's nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Das auch nicht. Du vertraust ihm nicht? Der ist mir zu mutig, der alte Pendejo. Siehst du ihn? Wo denn der Chris Bro? Da! Da! Ja, wenn es ist, dann ist. Jawohl, Hürden laufen mit Abby. Wir haben ihn! Voll flankiert hast du den. Den holen wir uns. Bist du okay? Soweit. Der Plan hat ja super funktioniert. Ja, gut von ihm. Wenn du das Arschloch zu Isaac bringst, stehst du wieder gut da. Abwarten, was von ihm übrig bleibt. Da, du kannst schon ein bisschen höher gehen, Crispo. Manny. Okay. Presse hin! Ei, das ist so witzig. Au! Oh. Oh, der gute Manny hat's hinter sich. Das war eine starke Prediction von Bob. Oh ja. Er hat länger durchgehalten, als ich dachte. Ja. Aber dann hat er sich die Kugel ein bisschen genauer angeguckt. Ja. Der Gerümpel rum. Mhm. Erinnert so ein bisschen an den einen Fight im ersten Teil. Mhm. Oh, das ist ja. Komm! Der ist baden gegangen. Das war doch Tommy, oder? Sah so aus. Wer war das? Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Boot. Das sieht jetzt aber nicht nach so einer Luxusjacht aus. Nee. Ich glaube, da braucht was zusammen. Ich glaube, in die Gegenrichtung kommt gerade eine Ellie gefahren. Ah, da ist das Boot. Wir müssen ihn einholen. Was ist denn der gute Lev? Ja, der hat schon guten Vorsprung auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Wie weit ist das? Über die Insel. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen.
sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Das sind alles kleine Wanderer. Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Kleine Wandermäuschen. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer. Aber wo wir hinwandern, das würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Last of Us Part 2 mit dem Chris Bro und dem Josh Man und dem Bob. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao.